So, herzlich willkommen zum fünften Part des Demon Hunter Let's Plays. Ja, im letzten Part haben wir hier in den Brunnen geguckt und ich musste die Aufnahme leider etwas vorschnell beenden, da ja, die Platte leider vollgelaufen ist. Und ich habe hier jetzt schon eine Quest abgegeben. An wen habe ich die abgegeben? Ich weiß es gerade nicht genau. Hier ist irgendwie keiner mehr. Wir müssen auf jeden Fall hier hinter und da gehen wir jetzt einfach mal ganz schnell hin. Ja, also ich habe hier eine Quest abgegeben und gleich wieder angenommen. Oh, kleine Schatztruhe. Was ist denn da drin? Warum leuchtet die episch? Was? Was war da drin? Ein Gesundheitsstein. Was? Gesundheitsstein der Legion? Das behalten wir jetzt einfach? Wie krass ist das denn? Also wenn das genauso stark ist wie das vom Hexenmeister, dann farm ich hier mal ein bisschen weiter, ne? Würde ich sagen. Dann bleibe ich hier mit meinem Demon Hunter erstmal ein bisschen und farm die Dinger da. So einfach ist das. Ne, da kommen wir vielleicht mit dem Doppelsprung rüber, aber ich glaube, da ist eine unsichtbare Wand, wodurch wir das nicht können. Und wir müssen jetzt hier reinchargen. Zack. Und da ist er tot. Mussten wir ihn überhaupt besiegen? Jo. Oder? Nee. Getötet und Macht übernommen. Wie übernehmen wir denn die Macht? Das habe ich jetzt gerade gar nicht durchgelesen. Aha. Nun außer. Wo übernehmen wir denn die Macht? Haben wir davon dafür irgendein Item oder so? Nee. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Wie hätten wir denn jetzt die Macht übernehmen sollen? Ich meine, wir haben ihn jetzt getötet. Das steht fest, wir haben ihn hier getötet. So. Und hier ist jetzt alles leer. Und beansprucht seine Macht. Tötet ihn und beansprucht seine Macht und befreit uns. Ja, und wie beanspruche ich seine Macht? Wir haben ihn jetzt getötet und hier ist ja nichts mehr. Das ist komisch. Das ist echt komisch. Schauen wir mal, vielleicht spawnt er gleich nochmal. Vielleicht hat das nicht gezählt. Also, ich konnte ihn ja looten. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich ihn eigentlich getötet habe. Zumindest mitgeholfen habe ich. Aber. Okay. Das ist zu weit entfernt. Warum ich schon. Warum auch immer ich schon wieder. Ich bin außer Reichweite. Und schon wieder außer Reichweite. Ja. Ach du Scheiße. Ich muss mehr. Was ist das hier eigentlich? Verschwimmen. Ja, ich habe gerade keine. Achso, ich hätte das einfach. Wir machen mal verschwimmen. Ja, ich sterb gleich. Ich habe da gerade keine Chance, irgendwie zu überleben. Ja, da fresse ich schon wieder und gleich sterbe ich. Ja. Alter, das ist krass. Wenn da keine Dämonen spawnen, kann ich mich nicht heilen. Das ist echt ein Problem am Demon Hunter. Ich habe keine Chance, mich irgendwie zu heilen. Ich hoffe, der überlebt noch ein bisschen, dass wir uns gleich hier wiederbeleben können und direkt wieder draufkloppen. Ach doch, da sind Dämonen. Das heißt, man kann sich heilen. Man muss nur ein bisschen hier bashen. So, jetzt sollte ich mich eigentlich gleich heilen. Ja, hat mich ein bisschen geheilt. So. Jetzt auf einmal hat es gezählt. Okay, ich habe ihn einfach eben nicht komplett getötet.
Also ich war nicht wirklich da. Das ist echt. Okay, doch, die Treppe kommt man hoch. Hä, warum? Okay, wenn man vorher springt, kommt man die Treppe nicht hoch. Interessant. Warum auch immer. Hui. Man da gleiten Mein sollte, aber Leben naja. dient einzig dem Unterrang der So. Meridion. Ich bin Und Erzmagier das war's. Kadgar, Erstmal. Anführer der Kirin-Tor, Dämonenjäger. Azeroth braucht eure Hilfe. Ergebenste Grüße. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt Lebt Richtung wohl. Sturmwind. Wir werden Jo. uns wiedersehen. Das sieht mir sehr nach Sturmwind aus. Und ja, da stehen wir vor dem Schloss. Dan und die Legion müssen aufgehalten Also werden. nicht wirklich. Ich sehe mich jetzt im Moment noch nicht. Und er fliegt erstmal so schön hoch. Ja, das ist ein kleines Problem. Das habe ich in letzter Zeit ganz häufig in WoW, dass einfach nicht nachgeladen wird. Ich weiß nicht, ob das an meinem Internet liegt. Ich kann zum Beispiel aufmounten, das sieht man dann, das Mount. Ja, aber mich sieht man nicht. Das ist ein bisschen komisch. Naja, gut. Wir haben hier jetzt die Aufgabe, den Thronsaal zu betreten. Einfach nur Thronsaal betreten und Quest abgeben, wo auch immer der. Ja. Hier soll er ungefähr stehen, da steht aber im Moment nichts. Müssen wir halt wieder ein bisschen warten. Das kann doch nicht sein, dass das so lang dauert. Das hat bei mir noch nie so lange gedauert. Jetzt. Und gleich müsste auch hier der Typ auftauchen, wo ich die Quest abgeben kann. Auf das Krias. Oder müssen wir irgendwo hoch? Nee. Nee, 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 da erscheint er. Wir sind alles, was zwischen Der dem Thron und Jace unserer Welt Düsterweber. Den verbindet. kennen wir schon aus dem Pre-Event-Video. Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Geistersicht verwendet. Okay, wo habe ich nochmal die Geistersicht? Wo habe ich sie nochmal hingelegt? Geistersicht da. Okay. Fürst Illidan, Und wir sehen jetzt Legion. natürlich die ganzen Dämonen. Das heißt, wir können. Tod der Legion. Warnt Anduin Vrin. Okay. Das heißt, wir gehen mal zu ihm, sprechen mit Ein ihm. König ist nur so hehr wie die Ziele, für die er einsteht. Und diesmal haben wir die Dämonen entdeckt. Und nicht dieser Jace. Interessant. Und diesmal müssen wir genau dasselbe wieder machen, wie im Pre-Event. Anscheinend überschneidet sich das jetzt. Das heißt, das Let's Play ist gar nicht mehr so lang. Das heißt, ja, das machen wir jetzt noch. 5 Dämonen töten. Und das war's dann schon, ne? Fast. Also je nachdem, was wir danach noch machen müssen. Da kann ja sein, dass wir noch weitere Quests eben bekommen. Aber im Moment sieht's so aus, als wär's das gewesen. Ja, ich weiß, ich könnte viel, viel, viel mehr hiermit auch agieren. Ich finde das ziemlich. Oh, scheiße. Da bin ich ein bisschen zu weit geflogen. Obwohl das normalerweise nie passiert, wenn man das so macht. Ach stimmt, ja, ich habe ja jetzt gar keinen Fury mehr, oder wie heißt das nochmal? Jezorn, genau. Finde ich auch eine blöde Bezeichnung im Deutschen. Jezorn, naja. So, und weg. Und dann noch du. Ich bin außer Reichweite.
Mann, dass er nicht automatisch anvisiert. Unglaublich. Und damit haben wir es geschafft. Sehr schön. Bleibt wachsam. So, was bekommen wir? Ein Schmuckstück nochmal. Das können wir natürlich dann direkt austauschen. Schauen wir mal, was wir noch... Ne, sonst haben wir nichts. Gut, damit haben wir jetzt auch die Schmuckstücke voll. Was fehlt uns denn eigentlich noch? Ja, hier. Das Tuch der Illidari. Dann Handgelenk. Sonst dann hier der die beiden Ringe. Ne, der Rest ist mindestens 6,80. Das ist doch schon mal schön. So, und wir müssen jetzt da hinten hin. Können wir hier schon fliegen? Das ist jetzt die Frage. Wir können bestimmt schon fliegen. Deswegen packe ich mir mal... Das wär echt scheiße, wenn wir nicht fliegen könnten. Ganz ehrlich. Ja, wir können fliegen. Das sehe ich allein schon darin, dass ich hier mich direkt auf den Reinblutfeuerfalken begebe. Sehr gut. So, und dann fliegen wir mal dort hinten hin. Kann das sein? Das ist doch, das ist genau derselbe Turm. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt die Legion wieder zurückschlagen. Jetzt beginnen die Quests, wo man halt ja in die einzelnen Gebiete reisen muss und die Legion zurückschlagen muss. Ein kleines bisschen anders als... Kann das sein, dass er hier gerade den Questgeber verdeckt? Nee. Hä, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, jetzt. Jetzt sehe ich ihn erst. Kann sein, kann schon wieder sein, dass er eben nicht da war. So. Ist nicht nur in diese Stadt eingedrungen, bla bla bla. Das kennen wir bereits. Wir müssen jetzt... Ja, schlagt eine Legion-Invasion zurück. Und damit endet auch schon dieses Let's Play. Denn, ja, jetzt müssen wir nur noch, wie ich schon in einem Video gesagt habe, zum Pre-Event, müssen wir nur noch diese Invasion hier zurückschlagen. Dasselbe haben wir hier auf Kalimdor nochmal. Also es gibt immer zwei. Dann tauchen nochmal zwei auf und dann hat man quasi alle... Also ich glaube innerhalb von... Da standen jetzt 11 Minuten. Ich glaube innerhalb von einer Stunde tauchen dann wieder neue auf. Und es gibt immer 4 pro Tag. Und dann kann da halt dann... Ich weiß nicht, ob ich die schon hab. Nee. So Nita-Kristalle sammeln und da gibt es dann schöne Transmog-Sets und so. Ja, braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man die Transmog-Sets nicht braucht. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich die zu holen, gerade hier mit der Kleidersammlung oder wie die heißt hier. Vorlagen, genau. Da lohnt es sich vielleicht schon, die Transmog-Sets dann eben zu holen. Die kann man sich dann hier bei dem Händler da holen. Ich kann auch mal ganz kurz zeigen, wie die aussehen, wenn das geht. Ich weiß es gerade nicht. Nee, hier bekommt man erstmal... Ah, Teufelsfledermaus, Junges. Interessant. Genau, und das sind hier die Transmog-Sets. Erfüllt eine Waffe von der Legion-Invasion mit großer Macht, bla bla bla, bis auf Gegenstandsstufe 725? Oha, das ist nicht schlecht, wenn man die aufwerten kann. Ja. Also wenn es mit Teilen geht, dann lohnt es sich vielleicht doch, das schon mal zu machen. Dann hat man nämlich auf jeden Fall gutes Gear. Hier bekommt man nochmal bessere Kriegsgläven. Die kann man sich auch hier eben für diese Nether-Splitter da eben holen. Ja. Das ist auf jeden Fall gut. Und überall ist Tempo und Meisterschaft drauf. Anscheinend ist das echt so ziemlich das Beste, was man da bekommen kann. Dann bekommt man hier noch tatsächlich besseres Gear. Was man wahrscheinlich später auch aufwerten kann. Das ist jetzt alles 700. Ja, auf jeden Fall eigentlich eine gute Sache. Lohnt sich vielleicht schon, aber irgendwie ich habe da keine Lust zu farmen.
Es ist wirklich, ich habe da in letzter Zeit keine Lust zu farmen. Und ich strecke dieses Video jetzt leider auch schon viel zu lange in die Länge. Wir genießen einfach mal die schöne Aussicht hier runter in den Hafen von Sturmwind. Ich finde die genial hier. Dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. Einfach geil. Und dann sag ich einfach mal, bis dann und ciao, Leute. Wir werden uns auf jeden Fall pünktlich zum Release dann noch wiedersehen mit einem Let's Play von 100 auf 110. Irgendein Charakter, ich weiß es noch nicht genau welchen. Ich denke mal, entweder Demon Hunter oder Jäger oder eventuell DK. Kann ich mir vorstellen, dass ich die im Let's Play hochzocken werde. Denn das sind jetzt so meine Charaktere, also das sind quasi meine Twinks, meine Main-Charaktere. Jeweils auf Horde und Allianz werde ich dann wahrscheinlich direkt ja, versuchen so schnell wie möglich hochzuziehen, ohne das im Let's Play zu machen, weil ein Let's Play dauert halt auch immer ein bisschen länger. Gut. Ich sag dann einfach mal, wenn es gefallen hat, einen Daumen nach oben geben und ja, bis dann und ciao.